Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil Ausfahrt mit dem Wohnwagen für die Weltreise, der jetzt so gut wie fertig ist. Und wir sind immer noch in Niederrodenbach. Wir wollen jetzt gleich nochmal nach Frankfurt reinfahren und da ein bisschen shoppen gehen und eventuell nochmal auf den Main Tower drauf. Müssen wir nochmal gucken. Ist noch relativ früh, wir haben gerade was gefrühstückt und ich nehme euch heute wieder ein bisschen auf meinen Tag mit. Und was haben Sie uns jetzt rausgesucht? Skyline Plaza, und ich habe schon direkt auf Parkhaus umgestellt, weil gab schon mal die Vorfälle, dass ich dann nur zu dem Einkaufszentrum gemacht habe und wir dann keinen Parkplatz gefunden haben. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a... So, wir sind jetzt hier angekommen in Skyline Plaza. Und wo möchtest du jetzt als erstes hin? Du hast gar keine Ahnung, was hier für Geschäfte gibt. Nein, wir waren ja, glaube ich, schon zweimal gewesen. Zweimal, ja, oder dreimal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir hier schon ein paar Mal. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, was es hier für Geschäfte gab. Ich habe eben Saturn gesehen, aber ich glaube, der war hier echt klein und scheiße. Aber hier gibt es noch eine große Fressmeile und KFC. Das ist wichtig. Ja, wir sind jetzt hier einmal durch, waren dann nochmal bei New Yorker gewesen. Da hat die Vanessa sich noch, was hast du geholt, ein Bikini und zwei Oberteile, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und ich habe mir noch eine Hose da gekauft. Das ist bei Männern echt immer eine Riesenkatastrophe, weil es da voll wenig nur gibt und auch teilweise die Preise. Die Vanessa hat jetzt, glaube ich, was hast du jetzt insgesamt für deine Sachen bezahlt? Oh, nicht mehr als 7 Euro und ich hatte 4 Sachen. Ja, du hast aber, doch 3 Euro plus nochmal 6, ja. 6 Euro auf jeden Fall. Die 3 Artikel für 3 Euro, also ja. Läuft. Ja. Und meine Hose alleine hat 25 gekostet und da gab es auch gar nichts für Herren, was irgendwie einigermaßen günstig war. Ja, das stimmt. Man muss auch sagen, ich finde, hier lohnt es sich überhaupt nicht hinzufahren. Dann lieber nach Darmstadt, dann zu dem Loop 5, da ist es viel besser, man bezahlt nichts fürs Parken. Ich glaube, das hat mir sogar schon mal in irgendeinem Video gesagt. Und jetzt haben wir uns noch mal was Leckeres und Gesundes von KFC geholt. Wie gesagt, ob die gesund sind, ne? Und ey, also jeder einen Burger. Und dann gucken wir, was wir jetzt noch machen. Vielleicht fahren wir dann gleich noch mit den Elektrorollern, die man sich hier mieten kann. Oder eventuell nochmal in dieser Main Tower oder irgendwie sowas, dass wir da nochmal gucken. Ja, irgendwas machen wir noch. Ja, war aber jetzt auf jeden Fall nicht so spannend. Und außerdem wurde die ganze Zeit irgendwelche Gamer-Musik gespielt. Das hätte man eh nicht so gut filmen können. Wir haben jetzt gegessen und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen spazieren, einfach hier durch die Stadt. Mal gucken, vielleicht fahren wir doch nochmal Elektroroller, aber wahrscheinlich nicht mehr zu diesem Main Tower, weil man da erstmal wieder Parkplatz suchen muss. Ja. Der Main Tower ist auch da irgendwo im Hintergrund. Das ist richtig, da hinten ist er im Hintergrund. Und ja, danach gucken wir mal, was wir dann hier noch machen, weil Parken hier ja teilweise echt Katastrophe ist. Weil ich weiß auch noch beim letzten Mal, als wir in diesem Theaterparkhaus da waren, das war auch abnormal teuer gewesen. Und dann hat dann irgendein Drogenabhängiger da direkt vor die Tür gekotzt gehabt. Mhm. Das war auch absolut widerlich. Ja, stimmt. Nee, wir werden jetzt dann gleich einfach noch ein bisschen spazieren, gehen jetzt erst nochmal zum Auto und lassen die Sachen dann da und dann geht's weiter. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, nochmal zum Mainufer zu laufen und werden uns da eventuell dann nochmal so ein Fahrrad mieten und dann etwas Fahrrad fahren, weil wir jetzt beide keine Lust haben, denke ich mal, durch die Innenstadt mit dem Fahrrad hier zu fahren, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir dann beide sterben werden. Ja. Geisterfahrer! Nee, aber da habe ich echt gar keinen Bock drauf, voll der Stress hier und deswegen laufen wir lieber in die Richtung und dann fahren wir entspannt mit dem Fahrrad am Mainufer und hetzen uns hier nicht durch die Innenstadt. So, Aufnahme Nummer 3, jetzt mit dem Handy, weil GoPro zweimal Akku leer und keine Ahnung, das Ding geht mir sowas von auf die Nüsse, ey. Ja. Wir sind jetzt am Mainufer und sind jetzt eben nochmal durchs Bahnhofsviertel und jetzt noch zum dritten Mal. Was ein Elend, ne? Also es ist wirklich einfach nur ein Elend da.
Und naja, da wollte man einfach nur schnell weg. Also da fühlt man sich auch wirklich nicht wohl. Also überhaupt nicht. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Ich denke, mein Fahrrad werden wir uns hier nicht mehr mieten und einfach nur ein bisschen hier entlang laufen. Sind überall schon die Gänse am Ufer dran. Die sind echt cool. Die haben auch echt überhaupt keine Angst. Leider haben wir nichts, was man denen irgendwie füttern könnte. Ich glaube, die würden sich auf jeden Fall freuen. Aber naja, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Und jetzt sind dann erstmal die Aufnahmen mit dem Handy. Das heißt, also, das wird sich jetzt wahrscheinlich in dem Video etwas unterscheiden zu vorher. Ein bisschen. Ja. Guck mal, der ist sogar beringt. Ja, die andere auch. Werden die gefangen und dann werden da Ringe drum gemacht? Oder wie läuft das ab? Wahrscheinlich. Sie als Enten- und Tierexperte, was sagen Sie dazu? Ja, ich würde sagen, die werden eingefangen, wird geguckt und ja. Vielleicht haben die auch einen Besitzer. Oh, jetzt hat die andere sich erschrocken. Das war ja süß. Ich glaube nicht, dass die einen Besitzer haben. Nein, haben sie auch nicht. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur, keine Ahnung, einfach mal gewesen, um zu gucken, ob es denen gut geht. Keine Ahnung. Vielleicht irgendeine Vogelseuche mal gewesen. Und dann hat man sie gleich nummeriert. Das ist die Frieda. Wer es weiß, kann es mal in die Kommentare schreiben, ob die Vögel hier nummeriert werden. Sorry. Bist du noch nicht? Alles gut? Aber ja, ich wäre fast noch Scheiße reingetreten. Boah, Alter, der Typ, der hat jetzt aber auch hier gerade anders nach Weed gerochen. So, jetzt haben wir die nächste Art von Gänsen. Ich glaube, das waren die Wildgänse oder waren Kanadagänse. Die haben auf jeden Fall keinen Ring um ihr Fuß. Nee, die wurden noch nicht gefangen. Die wurden noch nicht nummeriert. Aber die lassen sich auch echt nicht stören. Wir stehen jetzt hier so, keine Ahnung, 2 Meter von denen weg. Die sind voll entspannt. Unser Plan ist es jetzt, auf diese Brücke zu gehen, den Namen ich nicht kenne, und dann noch ein paar Videos zu machen. Und danach, denke ich mal, geht es auch wieder zum Auto, weil wir hatten jetzt auch gut 25 Minuten Fußweg von der Skyline Plaza aus. Und weil das Parkhaus da jetzt auch mit 1,50 Euro die Stunde nicht unbedingt gerade günstig ist, naja, dann werden wir uns dann auch gleich wieder auf den Rückweg machen. Wir sind jetzt nach einer halben Stunde endlich wieder im Auto angekommen. Mir tun unglaublich die Füße weh. Ich bin froh, dass ich aus diesem Bahnhofsviertel elend weg bin. Also wirklich einfach nur ekelhaft. Also, naja. Ich meine, die Leute, ne, die tun einem teilweise leid. Ne? Teilweise sind das halt auch echt Leute, ne, die pöbeln da rum und sowas. Die tun mir dann eher weniger leid, muss ich tatsächlich sagen. Wir fahren jetzt erst nochmal Richtung Wohnwagen, fahren dann aber nochmal einkaufen und gehen nochmal in den Action. Und naja, dann geht's wieder in den Wohnwagen. Und wieder mal ein Ramschgeschäft. Immer noch der gleiche. Ja, aber das ist ja jetzt schon ein neues Video. Das andere war von letzter Woche. Aber trotzdem. Zweite Mal Ramsch in 2 Tagen. Wir sind jetzt aus dem Action wieder Wir sind jetzt aus den Action wieder draußen und jetzt können wir hier mal wieder ein kleines Loadout machen. Es gab einmal hier die Boxen, die sind für den Wohnwagen. Die werden wir mal gucken, ob wir die irgendwie, dass wir die befestigen können, also dass die nicht da rumrutschen können. Ja. Und dann gibt es noch einmal Stifte und noch eine, so ein Mini-Lautsprecher, weil wir uns gestern gedacht haben, wir kaufen uns noch einen und der hat jetzt nur 4 Euro gekostet und ich denke mal, da kann man nicht allzu viel falsch machen und notfalls geben wir den jetzt auch noch mal zurück. Dann haben wir noch ein paar kleine Lebensmittel gekauft, dass wir für morgen noch was zu essen haben, weil morgen Sonntag ist. Und es gibt Spaghetti! Ja, es gibt die guten Fertig-Spaghetti mit Tomatensauce. Ich finde, die Dinger sind so richtig Kindheit. Die habe ich nämlich als Kind relativ häufig auch gegessen, weil meine Mutter auch mal zu faul war zum Kochen. Und dann fahren wir jetzt erstmal wieder zum Wohnwagen und dann denke ich mal, werden wir auch gleich noch mal was essen. Ja. Ja! Wir wollen jetzt mal hier unser Glück an dieser Versorgungsstation versuchen. Da schmeißt man scheinbar 1 Euro rein und macht dann da Wasser rein, einfach in den Kanister. Haben wir vorher noch nie gemacht, weil wir auch noch nie länger eigentlich weg waren. Und dann haben immer diese 35 Liter, die wir mitgenommen haben, gereicht. Ja, ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch, weil das Ding ist, hier neben sind auch die, ja, die Scheißhausstationen. Ne? Und deswegen, man weiß ja nicht, wer vorher was da dran gemacht hat, was ich eigentlich super eklig finde. Aber deswegen habe ich mir auch Handschuhe angezogen, unter anderem. Aber wir werden es heute trotzdem mal versuchen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt das erste Moment ein bisschen Wasser erstmal laufen lassen, weil man halt, wie gesagt, vorher nicht weiß, wer da schon mal dran war. Was ich auch nicht verstehe, dass man sowas so dicht immer beieinander machen muss, ist mir absolut unbegreiflich. Aber naja. Das hat dann doch
ganz gut geklappt. Was mich nur jetzt etwas stutzig macht, das Teil macht die ganze Zeit Geräusche, auch als wir angefangen haben, also bevor ich das Geld reingeschmissen habe. Und jetzt bin ich mir ziemlich unsicher, weil eventuell hat das sogar vorher funktioniert. Das heißt, dass es quasi umsonst gewesen wäre. Oder da hat jemand nicht genug gezapft, dass das nach Litern abgerechnet würde. Ich habe eigentlich gedacht, das geht nach Minuten. Aber naja, wir werden wahrscheinlich morgen dann nochmal gucken, ob das eventuell dann immer noch einfach so läuft. Die Vanessa bereitet uns unser Abendessen zu. Und was war das jetzt nochmal ganz genau? Knöpfe? Genau, also sie hat von unseren Hosen die Knöpfe abgemacht. Nein, ich glaube, die hießen Knöpfe. Ja, das ist irgendwie so Nudel, Teig, Kartoffel, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie Gnocchis, nur in klein gehäckselt. Ich finde, das sind kleine Kartoffelchips, die jetzt gleich noch mit Salz verziert müssen. Ja, mach nicht zu viel Salz rein. Nein. Du kriegst nicht so viel Salz. Ich schon. Du kriegst ja auch Pfeffer. Ich nehme keinen Pfeffer. Naja, es bleibt spannend, ob das schmeckt. Ja, ich bin auch mal gespannt. So, die Vanessa hat uns jetzt hier serviert. Es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Das mit dem Käse sieht halt ein bisschen armselig aus. Dieses eine Stück Käse, was da schwimmt. Um die sauren Gurken hat sie noch dazu gestellt. Da weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie die dazu passen sollen. Aber also, es sieht auf jeden Fall mal ganz lecker aus. Ich werde dies jetzt tasten. Ja, guck, da ist sogar mehr Käse drin. Ja, man sieht, da ist noch ein bisschen mehr Käse drin. Ich wollte nur nicht, dass der Käse die Pfanne berührt, weil ich weiß noch nicht, wie man richtig abwäscht. Vor allem nicht mit warmem Wasser. Also, und mit Käse habe ich immer meine Probleme. Ich weiß noch nicht, wie man richtig abwischt. Abwäscht. Die Vanessa weiß noch nicht, wie man richtig abwäscht. Wahrscheinlich aber eher so gemeint in dem Wohnwagen ohne so richtig heißes Wasser, weil heißes Wasser haben wir halt nur quasi mit einem Tauchsieder. Ja. Gibt's zwar. Oder wir kochen welches halt warm. Auf Gas halt dann vor, aber das ist halt auch immer relative Gasverschwendung, was jetzt nicht ganz so wichtig wäre bei 3 Tagen wegfahren und wir haben jetzt plus 10 Grad, aber wenn wir jetzt sonst so unterwegs sind und dann nicht so die Möglichkeiten haben, unendlich viel Gas dran zu kommen. Mhm. Ja, so schlecht ist es nicht. Bisschen salzig. Okay, ja, dann war das von mir noch so salzig. Okay, dann hat es die Vanessa versalzen. Nein, ich mag salzig. Ja, aber für mich ist es versalzen. Okay. Nein, also aber der Rest ist okay? Der Rest ist okay, ja. Versalzen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen salziger. So an der Grenze, sag ich mal. So, jetzt gibt es noch einmal die Revanche hier bei Mensch, ärger dich nicht. Eben haben wir schon mal Karten gespielt gehabt, da hatte ich gewonnen. Und gestern hatte ich ja komplett die ganze Zeit nur verloren gehabt. Und hier draußen ist irgendjemand, das hört sich an wie wirklich wie eine Pistole, die schießt. Ja, ja. Die ganze Zeit schon. Mit immer 5 Schuss? Mal. Ja, schießt 5 Mal. Jetzt hat man es auch gerade wieder gehört. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera hört. Mhm. Aber also entweder ballert da jetzt gerade hier ein armer Irre irgendwo hier in der Nähe rum. Oder was weiß ich, was der macht. Naja, solange der arme Irre nicht zu uns kommt, erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, das habe ich dann auf jeden Fall gewonnen. Ja, und der Typ da draußen, der ballert immer noch durch die Gegend. Also von daher, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht sollten wir uns auch anfangen zu bewaffnen. Hat hier gerade so ein bisschen Ami-Feeling. Ja. Nur das ist dann so, ist wahrscheinlich in den USA so, ja, das juckt dann keiner auf dem Campingplatz. Ah, der Dieter ballert schon wieder durch die Gegend. Und ich denke mal, jetzt spielen wir nochmal eine Runde Yahtzee, dass ich dich da auch noch abziehen kann. Und dann habe ich dem komplett das von gestern auf jeden Fall wieder eingeholt. Das stimmt wohl. Ja, ich würde mal sagen, das habe ich jetzt auch gewonnen. Also ich habe jetzt 260 Punkte beim Yahtzee erreicht und du hast? 205. Ja, ich würde mal sagen, das hast du verkackt. Dann darfst du heute ab... Was? Und du hast nicht mal die 50. Also wir haben beide keinen Topscore. Ja, also kein Yahtzee. Ja. Genau. Also von daher, das war diesmal eine sehr, sehr gute Runde und jetzt auch eher mal so, wie es sonst aussieht. Ja, dann darfst du jetzt abmoderieren. Nein, das kann ich nicht. Das musst du machen. Okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, kommentiert meine Videos. Macht's gut. Ciao. Tschüss.